Was soll ich eigentlich dieses Jahr im Herbst anziehen? Wenn du dir genau diese Frage gerade stellst, dann ist das Video genau richtig für dich, denn heute kommt Online Bruder Korte mit passenden Herbst-Outfits um die Ecke, um euch ein wenig Inspiration zu geben. Und alle Outfits verlinke ich euch wie immer natürlich auch unten in der Box. Schaut da gerne vorbei. Und Leute, schreibt doch gerne in die Kommentare rein, welches Outfit euch heute am besten gefällt. Ich bin sehr gespannt, was ihr schreiben werdet. Und jetzt starten wir mit Outfit Nummer Uno. Es geht los mit einem sehr sportlichen und gleichzeitig auch sehr angenehmen Outfit, denn die Klamotten fühlen sich hier in diesem Fall wirklich super angenehm an und sind super leicht. Trotzdem hält das Outfit gut warm, heißt wirklich ein sportlich angenehmer Look, der gleichzeitig auch alltagstauglich ist und mit dem du möglicherweise auch zum Beispiel zum Office gehen kannst, wenn du einen entspannten Arbeitgeber hast. Gepimpt habe ich das Outfit an dieser Stelle noch mit der Cap, als auch, wenn man es jetzt noch mal ein bisschen torpedieren möchte, mit dieser coolen Brille, denn die hat wirklich was. Mehr Herbst kann ein Outfit, glaube ich, nicht sein. Leute, dieses Outfit ist einfach Herbst pur. Nicht nur wegen der Jacket, die alle Farben in sich hat, die ein Herbst so bietet, sondern auch die ganze Kombination, eine etwas weitere Hose, die Farben, der Turtleneck, als auch die Beanie obendrauf. Dieses Outfit kann man wirklich an jedem Herbsttag tragen. Man ist immer perfekt gekleidet. Weiter geht's mit einem All-Black-Everything-Outfit, was in keinem Herbst-Outfit-Video fehlen darf. Denn im Herbst kann man natürlich auch immer gut schwarz tragen, wie auch sonst immer. Hier trage ich einen schwarzen Rollkragenpullover, darüber eine Hemdjacke, die echt entspannt ist, ein bisschen oversized geschnitten, eine schwarze, etwas weitere Hose. Weitere Hosen sind sowieso gerade sehr angesagt und dazu passend weiße Air Force One, weil sie einfach ein bisschen breiter sind, was ganz gut zu der Hose passt. Und bei so einem einfachen Outfit merkt man, dass auch hier Accessoires, wie zum Beispiel die Sonnenbrille oder die Laptoptasche, einfach nochmal das Outfit ein wenig abrunden. Last but not least schließen wir das Video ab mit einem perfekten Mix aus Spätsommer und Frühherbst. Unten habe ich den Spätsommer an und zwar sportliche, helle Sneaker. Darüber dann eine weiße Jeans, heißt hier sind wir eher im hellen Bereich, heißt im Spätsommer. Und obenrum die Oberteile dann in einer grünen Kombination mit einem groben Strickpulli mit einem Zipper dazu und eine Jacke drauf, die sich wirklich sehr gut anfühlt. Obwohl es kein Leder ist, aber in der Lederoptik sieht diese Jacke auch sehr, sehr wertig aus. Hier nochmal alle Outfits im Überblick und schreibt wie gesagt gerne in die Kommentare rein, welches Outfit euch am besten gefallen hat. Und falls ihr euch grundsätzlich noch weiterbilden möchtet, wenn es um das Thema Outfits und Styling geht, dann checkt mal den Men's Style Guide aus. Das ist ein E-Book zum Thema Outfits und Styling und das gibt euch so die Guidelines mit an die Hand, die ihr braucht, um euch akkurat anzuziehen. Und mit dem Gutscheincode DanielKorte20 bekommt ihr 20% auf dieses E-Book, also einfach mal unten in die Box schauen. So Leute, ich hoffe, ich konnte euch mit dem heutigen Video Inspiration liefern für eure Herbst-Outfits. Und falls ihr noch jemanden kennt, der aktuell noch ein paar neue Herbst-Outfits benötigt, teilt liebend gerne dieses Video mit ihm. Und auf diesem Wege wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Kombinieren eurer Herbstlooks.